Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Assassin's Creed 4 Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut wieder Games for You. Und los geht's. Karibische Hitze, auch bei mir hier draußen vor dem Fenster. Kurz davor zu sterben. Aber was soll's? Assassinen, Templer! Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Termin planst? Junge, du bist genauso verrückt. Oh, was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker. Du gehörst mir! Was ich damit meine ist, ich will dir natürlich nicht das Leben versauen. Also tu einfach, was ich sage. Und jetzt geh rüber zum Fenster. Sieht eigentlich ganz okay aus, würde ich sagen. Auch wenn die da zweimal das gleiche Gebäude haben. Hier die Kathedrale, da die Kathedrale, ist auch eins zu eins dasselbe. Ich glaube nicht, dass es in einer Stadt zweimal dieselbe gibt. Aber was soll's. Da du nicht durch die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Und auf geht's. Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. Oh Gott. Was ein Irrer, ey. Das kannst du gar nicht sein. Warum bin ich mir eigentlich der Depp, der sich hier mit Irren auseinandersetzen muss? Entweder gehst du durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Das sind deine Optionen. Hä? Kann da runterhüpfen? Geht das? Das geht doch gar nicht. Was sind das für Optionen? Das ist doch eine Lüge, eine Lüge. Ich würde hier runterhüpfen und keinen interessiert's, ey. Das gibt's ja gar nicht. So, dann sind wir eben hier drinnen. Oh, gut gemacht, Junge. Finde den Computer. Und wenn's schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach der Tagesordnung des Aktionärs. Bla bla bla. Tagesordnung des Aktionärstreffens. Beim Verschieben von Daten werden sie permanent von Sicherheitsprogrammen überwacht. Schleich dich an denen vorbei, sonst zerstören sie die Daten. Du Shitfuck. Und schicken sie zurück. Tutorial. Du musst die Daten vom Startpunkt auf der linken Seite zur Endposition auf der rechten Seite transferieren. Okay. Die Sicherheitsprogramme innerhalb des Datenstroms werden die Daten zerstören, also die roten Dinger. Okay. Die gesicherten Bereiche ändern ihren Status von inaktiv zu aktiv. Befinden sie sich in einem aktiven Zustand, werden sie deine Daten zerstören. Sind sie inaktiv, kannst du die Bereiche ungehindert passieren. Aber was ist denn inaktiv und aktiv? Werden die Kanten aktiviert, färben sie sich rot. Aktive Begrenzungen zerstören deine Daten. Fuck it, ey. Jetzt so Frocker auf Hacking, oder was? Wie? Ich bin doch durch, du Arsch. Ja, ja. Okay, da sind wir schon mal durch. Warten wir. Ah, vor allen Dingen wieder ganz nach hinten dann, ey, ne? Das hat ja wohl geklappt, ne? Extraktion erfolgreich, Schutzprotokolle werden umgangen. Verbindung erfolgreich. Oh Gott, ihr kennt's ja. Ich werde es nur nach unten ein bisschen scrollen. Immer Pause drücken, wenn ihr es lesen wollt. Weil ganz ehrlich, ich lese es nicht. Wenn die denken, dass es nicht wichtig genug ist, jetzt, das sage ich jetzt einfach mal so, das nicht voll zu vertonen, dann interessiert mich das ein Scheißdreck. Ganz ehrlich. Weil entweder es ist alles vertont, oder eben nicht. Na, jetzt gibt es jetzt auch noch schicke Bilder. Erster Weltkrieg anscheinend mit dabei.
Immer schön Pause drücken. Wer will denn bei einem Spiel, jetzt mal im Ernst, sich hinsetzen und hier, keine Ahnung, 10 Seiten dann mitten im Spielfluss mal lesen? Hallo, Interaktivität, Gameplay? Ich spiele hier keinen Bibliothekssimulator. Jetzt runter zur Lobby. Da wartet ein Kurier auf dich. Ja, stimmt. Ich plane das bereits ein paar Stunden. Warte kurz. Die Rezeption. Moment. Ich versuche was. Man sollte meinen, der deutsche Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio ist besser. Und ich denke, das ist er nämlich. Aber er ist scheiße. Was hustet denn die da jetzt? Was hat er mit der gemacht? Wie geht denn das? Leichtgläubig wie immer. Und jetzt runter zur Lobby, bevor ich deinen Okay, Ohrstöpsel Mann. vorfinde. Denk nicht mal dran, mich zu verraten. Meine Spur ist verwischt, deine nicht. Okay, du Arsch. Ich mag das nicht, wenn mich Leute so unter Druck setzen und ausnutzen wollen und hast du nicht gesehen. Kommt sich gleich geiler vor, als er eigentlich ist. Wie war der Café Lungo? Ich habe geübt. Ich glaube, er war ein bisschen zu lang. Ach komm, das ist keine Kryptographie, um Gottes Willen, nur scheiß Kaffee. Ah, hurra, unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh, du hast gesagt, du wärst wegen mir hier. Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Eine Konferenz in Chicago, sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Was ist denn das? Ich hab schon gedacht, das wäre die aus dem Ring. Beunruhigend, dass nicht mal unsere Arbeitsplätze sicher sind. Sehr gut, mein Freund. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen. Wir beschützen dich. Vertrau mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Nee, hier antäuschen und dann trotzdem probieren geht nicht, Kleine. Tja, wann sind wir endlich so weit, dass wir zum einen den Klonen entwischen, wie sie hier sitzt und da rumläuft? Das ist doch lächerlich, ey. Wieso, wie kann denn sowas sein? Es muss doch irgendjemandem aufgefallen sein, dass das hier. Naja, keine Ahnung. Hätte gerne wirklich individuelle Figuren. So, weiter geht's. Abstergo, ich komme. Auf mich hatte der Animus eine ganze. Na, lauter Figuren bisher schon bekommen. Nicht schlecht. Na, dann wieder ab in den Animus. Eh das einzig Interessante. Die Piratenwelt. Dieses ganze Abstergo-Gedöns bräuchte ich nicht. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwort. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen. Bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline! Scheiße, nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Versuchst du, deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin hier sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte.
Oder da war ich wohl hart sein sollte. Ja. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du wüsstest gern mehr über mich, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh. Wer schießt da? Vielleicht die Schiffe, die in den Hafen laufen. Jesus. Was ist jetzt schon wieder los, ey? Ich hab gar keine Munition. Was soll denn das? Ohne Munition mich hier losschicken. Maybe I've had enough port. Oh nein, die Engländer. Das war's dann wohl. King George ist unsere Sperrenzchen endgültig leid. Wer ist der Grimmige? Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Wir erbitten ein Parley mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen. Charles Vane, Ben Hornigold und Ed Thatch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Pardons? Verdammt, was treibt Hornigold da? Der Hasenfuß. Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. Ich dachte, unser Empfang... Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Ich bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits... Sehr gut gesagt. Und um vieles ehrlicher, als ich von einem Piraten erwartet hätte... Alle markiert, so muss das sein. Die mich anhören. Ihr werdet schon noch sehen, Gouverneur Rogers. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Warum sind denn wir schon jetzt Briten? Männer wie er sind Gift für den Ruf seiner Majestät und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen, so viel ist klar. Just have to pull the trigger. Can't get away, Cops. Zumindest ist das ihm am nächsten dran. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Captain Hornigold, tot. Ruft eure Männer. Verstehe ich aber nicht, wie schnell das geht, ey. Rackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cockram auch mit. Warum kann ich die nicht einfach alle umbringen? Ausschwärmen, Männer! Und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser. Ei, doch der König hat sich als völlig unfähig erwiesen, das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Bisher sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Gouverneur. Ihr seid auf seinen Wunsch hier. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie haltet. Stecken wir uns mal da drinne. Solange die da hinten rumspinnen. Ist auch ein Dritte? Ihr da, auseinander! Macht Platz für die Gesandten des Königs! Aus dem Weg, Bastarde! Weg da! Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Ah ja, wenn du das sagst. Bewegung! Los! Commodore Chamberlain! Bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Na. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Oh, Wahnsinn, dass denen das auch aufgefallen ist. Unsere beste und schärfste Waffe. Geschwätz, Gouverneur.
Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Schweigt, Commodore! Ich bin der gottverdammte Gouverneur hier, im Dienste seiner Majestät. Wie, jetzt ist er schon Gouverneur, oder was? Ist das klar, Sir? Aye, Sir. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Oh, das haben wir wohl geschafft. Nicht sehen lassen. Was soll ich machen? Da hingehen oder was? Das sind die Karten, Commodore. Sind bereit. Governor Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Okay. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Und jetzt? Was passiert jetzt? Das ist doch scheiße, dass die Piraten da so einfach aufgegeben haben. Oh Mann. Jetzt müssen wir da rein, oder wie, oder was? Darum wird es wohl nicht gehen. Gehen wir mal hier unten rum. Oh, es regnet, sehr schön. Vielleicht geht's hier entlang. War ich hier nicht schon mal? Keine Ahnung gerade. Sieht's hier aus? Ja, ich hab schon gedacht, dass man da in den sozusagen Tod stürzt. Gehen wir mal hier rum. Beziehungsweise machen es mal so, wir machen einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao ciao, bis zum nächsten Mal.